Namen von PALDIGI und SATW möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen parlamentarischen Dinner. Einige meiner Kolleginnen und Kollegen aus den Räten fehlen noch, aber ich bin überzeugt, sie werden bald zu uns stoßen. Heute geht es um die Sicherheit im digitalen Zeitalter. Wir wissen alle, die digitale Welt, die bewegt sich sehr schnell. Sie ist bunt, sie ist farbig. Manchmal haben wir das Gefühl, ja, mir passiert schon nichts. Aber auf der anderen Seite wissen wir alle, dass die Cyberkriminalität steigt, Cyberangriffe lassen sich nicht ausschließen. Und jetzt geht es heute Abend darum, mit Fachleuten zusammen zu diskutieren, tun wir in der Schweiz das Richtige, um gegen Cyberangriffe gewappnet zu sein und die Cyberkriminalität, soweit es geht, in den Griff zu bekommen. Wie sieht die Balance zwischen Prävention, Strafverfolgung und Privatsphäre aus? Welche Rolle spielt die Politik? In diesem Sinne möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich diejenigen Leute, die diesen Abend ermöglicht haben und die auch noch arbeiten müssen heute Abend. Ich beginne mit Rolf Hügli, dem Generalsekretär der SATW, mit Bernhard Hämmerli vom SATW. Dann ist unter uns auch Andreas Wenger, dann Divisionär Jean-Paul Teller, den wir bei uns in der Sicherheitspolitischen Kommission jeweils begrüßen dürfen. Und dann haben wir auch André Krudelski bei uns, Mauro Del Ambrogio und die Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission, meine Kollegin Corina Eichenberger. Und das Schlusswort machen wir immer schön partnerschaftlich dann von meinem Kollegen Balthasar Glättli. Ich möchte Sie alle aber ganz herzlich im Namen von PALDIGI begrüßen. Ich habe eine riesige Freude, dass wir ausgebucht sind heute Abend, dass wir ein so breites Netz haben aus Leuten aus der Wirtschaft, aus dem Sicherheitsbereich, aus der Politik, weil es auch um ein zentrales Thema geht. Wie geht die Schweiz sicherheitspolitisch um mit den Herausforderungen des digitalen Zeitalters? PALDIGI, lassen Sie mich PALDIGI ganz kurz vorstellen. Unsere parlamentarische Gruppe habe ich mit meinem Co-Präsidenten zusammen und unserem Geschäftsführer Matthias Stürmer vor rund 7 Jahren gegründet. Wir hatten den Eindruck, es besteht Handlungsbedarf in der Schweiz bezüglich der Position der digitalen Anliegen auch auf der politischen Agenda. Wir setzen uns zusammen mit einem Kernteam und dem Co-Präsidium und legen Wert, dass aus jeder Fraktion eine Person vertreten ist, dass niemand übervertreten ist, sondern das ganze politische Spektrum vertreten ist. Ich freue mich auch, dass wir unterdessen einen sehr großen Rückhalt haben in Parlamentskreisen und PALDIGI heute nicht zum ersten Mal einen ausgebuchten Anlass auch im Rahmen der zahlreichen Konkurrenz an parlamentarischen Anlässen durchführen kann. Wir sind heute aber auch hier dank der Anfrage der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften. Wir wurden angefragt von Herrn Hämmerli, ob wir einen gemeinsamen Anlass durchführen. Und ich finde Partnerschaften, um ein Ziel zu erreichen, immer zielführend als Einzelkämpfe. Und deshalb fühlen wir uns geehrt, diesen Abend heute mit der SATW zusammen durchführen zu können. Und ich möchte Herrn Hügli auch ganz herzlich danken, dass Sie uns diesen Anlass ermöglicht haben, dass wir eben auch nebst den Worten auch ein feines Essen und Getränke genießen können. So, jetzt schließe ich und übergebe direkt Rolf Hügli. Er wird Ihnen jetzt auch noch die SATW kurz vorstellen. Besten Dank. Ganz herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist mir ein großes Vergnügen, Sie auch im Namen der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften zu dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Ich bin begeistert, wie viele Leute heute hier anwesend sind, und das ist nicht nur unser Verdienst,
Das ist ganz klar auch oder vor allem auch der guten Zusammenarbeit mit PALDIGI zu verdanken, und da möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Sie haben sich vielleicht gewundert, weshalb beim Absender, dass die SATW sich um dieses Thema kümmert. Vielleicht haben Sie sich sogar gefragt, wer ist denn die SATW, die Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften? Die Räte werden demnächst die neue BFI-Botschaft beraten, und dort drin sind neben den Großen wie der ETH und dem Nationalfonds noch so quasi als Fußnote die Akademien der Wissenschaften Schweiz, und wir sind eine von diesen Akademien. Unsere Aufgabe ist es, die besten Köpfe der Schweiz im technischen Bereich zusammenzubringen und sie zu motivieren, miteinander ihr Expertenwissen auszutauschen. Und zwar geht es uns darum, Fragen zu beantworten, die im nationalen Interesse liegen. Wir versuchen dann, diese Erkenntnisse zu publizieren in Form von Expertisen, die sich entweder an Fachleute richten oder aber auch an die Politik oder an die Verwaltung oder auch an die Öffentlichkeit. Für uns gibt es einen zentralen Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation, das ist nämlich die Früherkennung. Im Rahmen dieser Früherkennung versuchen wir, uns zu überlegen, was technologisch auf das Land und die Wirtschaft der Schweiz zukommt, was strategisch von Bedeutung ist. Wir publizieren da auch einen Bericht, der heißt Technology Outlook. Und in der letzten Zeit ist natürlich immer das Wort Cybersicherheit da aufgetaucht. Es ist uns daher wichtig, dieses Thema zu thematisieren, selber von der Akademie her. Unsere Aktivitäten bestehen darin, dass wir versuchen, eine Übersicht zu erhalten, was forschungsmäßig in der Schweiz und in der Welt läuft, und auch mitzuhelfen, dass wir hier stärker werden, dass die Forschung besser zusammenarbeitet. Wir haben auch im Sinn, stark mit Herrn Blaise Roulet, der auch hier da ist, vom SBFI zusammenzuarbeiten, um diese Koordination möglich zu machen. Aber ich habe jetzt, glaube ich, genug über uns erzählt und möchte Sie nicht länger auf die Folter spannen. Wir haben einen interessanten Abend vor uns mit spannenden Referenten. Und für die Moderation haben wir einen ausgewiesenen Experten, den die meisten von Ihnen wahrscheinlich kennen, gewinnen können. Das ist Professor Bernhard Hämmerli. Darf ich dir das Wort geben, Bernhard? Zuerst möchte ich gerade Matthias danken, der hier die Präsentationen einrichtet, aber er macht sehr, sehr viel mehr. Er hat nämlich den Kontakt mir zu PALDIGI ermöglicht und als Geschäftsführer von PALDIGI auch quasi uns gecoacht, sodass das möglich war. Matthias, ganz, ganz herzlichen Dank. Auch den Parlamentariern, den Anwesenden, danke, dass Sie sich für dieses Thema interessieren. Es ist sehr spannend, es ist manchmal erheiternd, ich hoffe, ich kann Ihnen das auch zeigen, aber manchmal auch ein bisschen erschreckend. Dann haben wir Ihnen unsere Position in dem SATW-Info, das Sie erhalten haben oder das Sie hinten noch nehmen können, wenn Sie es nicht haben, dargelegt, die Position der Experten der SATW. Und ohne das Projekt, das durch die SATW bewilligt wurde, und ohne die Experten wäre das natürlich nicht entstanden. Diese erste Folie, Schisshase und Are you a risk taker? Was soll das? Security-Experten und Risikomenschen sind ein bisschen Schisshasen, sonst würden sie sich nicht für das interessieren, oder? Und diejenigen, die Innovation machen und so, das sind die Entscheidungsträger, die eben Risiken eingehen, die Unternehmer, und etwas machen. Und jetzt ist die Frage natürlich, wenn Sie Politiker sind, was wir heute machen, ist es wieder ein übertriebener Schisshase, der sich meldet wie die letzten 20 Jahre, oder ist irgendetwas an der Botschaft dran? Und ich bin ganz massiv überzeugt, dass wir daran sind, eine ganz wichtige Entwicklung zu verpassen.
Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus Norwegen geben, dann tut es nicht so weh, wenn man hinguckt. Der Information Security Agentur von Norwegen, der Leiter, habe ich gesprochen und dann hat er gesagt, weißt Bernhard, wir haben keine Vorfälle in Norwegen, wir haben keine Statistik und unsere größte Werf sind alle Pläne von den Chinesen gestohlen worden. Aber da ist kein Schaden da. Die Fabrik läuft weiter, oder? Und wenn man fragt, sagt, ja, weißt du, in 15 Jahren, wenn die das Boot dann haben, haben wir die zwei übernächste Generation. Habe ich ihn gefragt, ist es nicht vielleicht so, dass man diese Generation heute für 40% des Preises kaufen kann und die Leute dann schwer überlegen, ob sie schon die übernächste Generation machen. Und dann hat er gesagt, das Konzept, wie wir das behandeln in Norwegen, heißt bewusste Ignoranz des Vorfalls Verteidigung. Ich durfte an der Cyber-Übung im November teilnehmen als Beobachter. Und du musst dann meine Beobachtungen mitteilen und dann habe ich gesagt, es gibt einen Befehl an die Angreifer, so wie wir heute mit den 20 Mann operieren. Cyberangriffe bitte nur von 8 bis 17 Uhr. Und Anmerkung, oder, das ist nicht nur Luftwaffe, an die Chinesen, bitte berücksichtigen Sie die Zeitverschiebung. Oder? Ich habe das einem Kollegen erzählt von der Royal Bank of Scotland und dann hat er gesagt, tatsächlich, die Hacker in den Banken, die das Zahlungsverkehr unterbrechen und sich Geld rausnehmen, die arbeiten nach den Zeiten von London. Er ist Operating von London. Was bereitet uns Experten Sorgen? Wir haben Forschungsausgaben publiziert in Heise, in 2014 9 Milliarden von USA, im Bereich Cyberdefense 15, 14 Milliarden, 16, 19 Milliarden. Das US Cyber Command kostet 6,6 Milliarden in 2016. Cyber Commands sind in ca. 70 Ländern da, auch in Syrien, Iran, Nordkorea. Kann jemals ein Verteidigungsfall in der Schweiz passieren? Vielleicht sollten wir wieder mal über Burka oder über Minarette abstimmen und schauen, was passiert. Vielleicht machen wir irgendwie den Kim in Nordkorea sauer und schauen, was passiert. Und wenn dann ein Verteidigungsfall da ist, dann ist die Frage, was geschieht. Wir in der Schweiz haben natürlich das Erfolgsmodell Wirtschaft. Eigentlich der erste Krieg, wo wir die Norweger Österreicher rausgeworfen haben in 1291, war mit Heugabeln und mit Steinen durchgeführt worden. Also wir kennen das und die Wirtschaft wird sicher auch eine wesentliche Rolle spielen im Cyberspace. Trotzdem, wir sind nicht vorbereitet im Moment auf einen großflächigen Angriff, obwohl wir Melanie haben und die im Normalfall, wo es nicht um Verteidigung geht, sehr gut operiert. Was ist anders bei Verteidigung? Es ist der Organisationsgrad, es sind die schweren Waffen, die die Wirtschaft nicht hat und es ist auch die Ausrichtung darauf und die Förderung der Innovation, das gehört dazu. Was sind unsere Anregungen? Und dann bin ich fertig. Wir wollen vorschlagen, dass ein Digitallabor als Sofortmaßnahme gemacht wird, initial vielleicht mit 25 Millionen, dann mit 100 Millionen pro Jahr später, mit den Aufgaben Kompetenzzentrum, Ausbildung für Cybertruppen, hoheitliche Systemprüfung. Zum Beispiel ist unser Parlament sicherer als das deutsche, wissen wir nicht, Forschungskoordination und Anregung von Innovation und Statistiken im Cyberbereich. Deutschland rapportiert 1,6% des Bruttosozialproduktes in 2014 als Verlust, ist um den Faktor 3 in den letzten 3 Jahren gewachsen. Wie ist es in der Schweiz? Wir haben keine Schäden wie die Norweger. Swiss Cyber Command gehört als die zweite Maßnahme, die wir vorschlagen, dass die Planung relativ unmittelbar gestartet wird. Und dann die digitale Ausbildung und die Digitalisierung verstehen und Cybersecurity, dass wir da die Ausbildung fördern und uns auf diese neue Herausforderung vorbereiten.
Das ist unsere Message. Der nächste Redner, Andreas Wenger, ist Leiter der Forschungsstelle Sicherheitspolitik und es ist die größte Sicherheitspolitik-Forschungsstelle in der Schweiz, auch mit internationaler Anerkennung. Und ich bitte Andi jetzt auf die Bühne zu kommen und die Position vorzustellen, was die Cybersecurity-Situation Schweiz ist. Danke, Andi, du hast das Wort.